Willkommen zum dritten Video über Eisenmangel. Nachdem ihr Vollkornspaghetti gekocht habt, schauen wir uns jetzt an, was man mit Medikamenten tun kann. Gebt mir ein Like und ein Abo und dann geht's los. Häufig wird ein Eisenmangel mit Tabletten oder Infusionen behandelt, aber auch dabei gibt es wichtige Punkte, die zu beachten sind. Aber was ist sinnvoll? Meine Präferenz ist hier klar die Infusion. In der Schweiz gibt es drei Produkte, die zur Eiseninfusion zugelassen sind. Erstens die Eisensucrose oder Eisensaccharose, das ist das Produkt Venofer. Zweitens gibt es die Eisencarboximaltose, das ist das Produkt Ferinject. Und drittens die Eisenderisomaltose, das ist das Produkt Monofer. Die Verbindungen mit Maltose sind grundsätzlich besser verträglich und es ist möglich, mehr Eisen aufs Mal, nämlich 1 Gramm zu geben. Mit der Eisensucrose kann maximal 200 Milligramm pro Dosis gegeben werden, daher sind dann wiederholte Infusionen notwendig, wenn eine höhere Menge Eisen gegeben werden soll. Aber es gibt ein wesentliches Problem mit diesen Eiseninfusionen. Die Eiseninfusion führt dazu, dass es zu einem Phosphatverlust kommen kann. Ein starker Verlust von Phosphat hat auch einen Verlust von Calcium zur Folge und kann daher gerade bei Personen mit einer Osteoporose im Extremfall schwere Folgen mit Knochenbrüchen haben. Wie es zu dem Phosphatverlust kommt, ist nur teilweise geklärt. Durch die Infusion von Eisenpräparaten kann es zu einer starken Erhöhung des Fibroblast Growth Factor 23, abgekürzt FGF23, kommen. Warum das passiert, ist eben nicht klar. Aber was der FGF23 macht, ist zum Teil geklärt. Der FGF23 wird ausgeschüttet, wenn zu viel Phosphat im Körper ist und führt daher dazu, dass über die Niere Phosphat ausgeschieden wird. Weiter hemmt es in der Niere die Bildung der Vorstufe des Vitamin D3. Und Vitamin D3 braucht es, damit Calcium und Phosphat aus dem Darm aufgenommen wird. Durch das Absinken des Phosphates wird das Parathormon hochreguliert. Das Parathormon hat unter anderem die Aufgabe, Calcium und Phosphat bereitzustellen. In der Not holt es sich diese Substanzen aus dem Knochen, was zu einem Knochenabbau führt. Und wenn schon vorbestehend eine Osteoporose vorlag, also eine geringe Knochendichte, und jetzt noch zusätzlich Knochenmasse abgebaut wird, dann erhöht sich naheliegenderweise das Risiko für Knochenbrüche. Schauen wir uns einmal genauer an, wie sich die drei Produkte Eisensucrose, Eisencarboximaltose und Eisenderisomaltose auf diese Erhöhung des FGF23 und den Phosphatverlust auswirken. Zahlreiche Studien haben dieses Problem angeschaut. Erst kürzlich in diesem Jahr, 2023, ist diese zusammenfassende Arbeit erschienen, die 35 Studien angeschaut hat, die Eisencarboximaltose und Eisenderisomaltose verglichen haben. Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass mit Eisencarboximaltose etwa bei 50% der Patienten ein Phosphatverlust auftritt. Mit der Eisenderisomaltose ist es nur bei ca. 8% der Patienten der Fall. Eine weitere Arbeit von 2022 hat ebenfalls Eisencarboximaltose mit Eisenderisomaltose verglichen. Auch hier sehen wir mit der Eisencarboximaltose einen Phosphatverlust bei etwa 50% der Patienten. Gemäß diesen Daten in dieser Arbeit ist es mit der Eisenderisomaltose nur bei etwa 4% der Patienten aufgetreten. Und was diese Arbeit zusätzlich zeigen konnte, ist, dass die wiederholte Gabe von Eisencarboximaltose besonders schlecht ist, weil der FGF23 dann noch viel stärker hochreguliert wird. In einer weiteren Übersichtsarbeit von 2020 wurden auch Studien zur Eisensucrose aufgenommen. In dieser Grafik sehen wir, was wir schon gesehen haben. Die Eisencarboximaltose macht einen hohen Phosphatverlust und das wurde in zahlreichen Studien gezeigt. In der Grafik ist die Eisencarboximaltose mit FCM abgekürzt und in grüner Farbe dargestellt. Zur Eisensucrose wurden 2 Studien gefunden. Bei der einen Arbeit konnte ein Phosphatverlust bei 40% der Patienten festgestellt werden, bei der anderen nur bei 6%. In dieser Zusammenstellung kommt die Eisenderisomaltose nicht vor. Zusammenfassend kann man sagen, dass vor allem die Eisencarboximaltose, also das Produkt Ferinject, das Problem des Phosphatverlustes verursacht. Für die Eisensucrose, das Venofer, ist die Datenlage etwas uneinheitlich
Und bei der Eisenderisomaltose, dem Monofair, kommt das Problem relativ selten vor. Wenn wir aber verstehen, dass mit Vitamin D3 viel Kalzium aufgenommen werden kann und dass mit dem Vitamin K2 dieses Kalzium und auch das Phosphat im Knochen eingebaut und gebunden werden können, dann ist es nach meinem Verständnis naheliegend, dass wir im Zusammenhang mit Eiseninfusionen unbedingt ausreichende Mengen von Vitamin D3 und K2 einnehmen sollten. Abgesehen von diesem Problem kann eine Eiseninfusion auch eine schwerwiegende allergische Reaktion machen. Aus diesem Grund sollte immer eine Notfallmedikation bereit liegen, wenn eine Eiseninfusion gemacht wird. Und wenn bereits früher eine allergische Reaktion stattgefunden hatte und trotzdem ein Eisenmangel in ausgeprägter Form vorliegt, dann ist trotzdem eine Eiseninfusion möglich. Als Vorbehandlung kann man einmalig eine hohe Dosis eines Cortisonpräparates geben. Damit wird anschließend keine allergische Reaktion auftreten. Diese Technik wird auch recht häufig angewendet, wenn es darum geht, Chemotherapien zu verabreichen. Aufgrund dieser teils schwerwiegenden Probleme könnte man sich nun überlegen, dass es vielleicht doch besser ist, Eisentabletten einzunehmen. Aber auch die Eisentabletten sind mit Problemen behaftet. Eisentabletten machen sehr häufig Nebenwirkungen. Magenschmerzen, Darmprobleme und Verstopfung. Bis zu 70%, also 7 von 10 Personen, sind davon betroffen. Und diese Nebenwirkungen sind dafür verantwortlich, dass Personen, die Eisentabletten erhalten, diese oft nur für sehr kurze Zeit einnehmen. Von dem Eisen aus den Eisentabletten wird im Darm nur etwa 8-10% aufgenommen. Es dauert also unter Umständen sehr lange, über Monate, um einen Eisenmangel auszugleichen. Es konnte gezeigt werden, dass die Einnahme jeden zweiten oder dritten Tag die Aufnahme verbessert und auch die Nebenwirkungen vermindert. Es gibt auch eine Empfehlung der WHO, die besagt, dass die Eisentabletten eben nicht täglich eingenommen werden sollen. Wenn man mehr als 50 Milligramm Eisen pro Tag geben möchte, dann sollte man die Dosis in mehrere Gaben aufteilen. Allerdings kann auch damit nicht eine wesentlich bessere Aufnahme erzielt werden. Wahrscheinlich sind niedrige Dosen besser. Weiter kann man die Eisenaufnahme verbessern, wenn man gleichzeitig Vitamin C einnimmt. Es wird empfohlen, pro 1 Milligramm Eisen 2 bis 6 Milligramm Vitamin C zu sich zu nehmen. Insgesamt kann man sagen, dass die Therapie von Eisenmangel mit Tabletten recht umständlich ist, viele Nebenwirkungen hat und daher meistens nicht sehr erfolgreich ist. Fazit: Wenn ein deutlicher Eisenmangel besteht und dieser relativ schnell ausgeglichen werden soll, was durchaus seine Vorteile hat, dann wäre tendenziell die Eisenderisomaltose, das Monofair, zu bevorzugen. Mit diesem Produkt werden nur bei ca. 4-9% der Patienten ein Phosphatverlust ausgelöst. Und es ist möglich, 1 Gramm Eisen mit einer Infusion zu verabreichen. Mit der Eisencarboximaltose, dem Produkt Ferinject, kann man ebenfalls 1 Gramm auf einmal verabreichen. Allerdings kommt es mit diesem Produkt am häufigsten zum Phosphatverlust. Und wiederholte Gaben mit Venofair sind häufig nicht notwendig, weil man eben mit einem der anderen Produkte die höhere Dosis auf einmal verabreichen kann. Ein Vorteil der Eisencarboximaltose ist allerdings, dass sie mit Abstand am seltensten allergische Reaktionen macht. Gegenüber der Eisenderisomaltose, dem Monofair, macht die Eisencarboximaltose, das Ferinject, etwa 4-mal weniger allergische Reaktionen. Das wurde in dieser Studie von 2019 untersucht. Dabei haben nur ca. 2% der Patienten auf Eisencarboximaltose, also Ferinject, reagiert, aber etwa 9% auf Eisenderisomaltose, dem Monofair. Bei Monofair ist es auch häufiger zu schwerwiegenden allergischen Reaktionen gekommen. Wie ihr seht, gibt es Vor- und Nachteile von jedem Produkt. Ich würde tendenziell die Eisenderisomaltose, das Monofair, bevorzugen wegen dem Phosphatverlust. Wenn es aber bei früheren Eisengaben schon zu einer allergischen Reaktion gekommen ist, könnte man sich überlegen, Ferinject Eisencarboximaltose zu bevorzugen. Auf der anderen Seite wäre es auch möglich, eine Cortisongabe einmalig vor der Eiseninfusion zu verabreichen, um die allergische Reaktion zu verhindern. Bei Eiseninfusionen grundsätzlich, aber insbesondere wenn Eisencarboximaltose, also Ferinject, verabreicht werden soll, sollte man darauf achten, den Phosphatverlust möglichst zu reduzieren.
um das Problem des Phosphatmangels und dadurch des Calciumverlustes und des Abbaus von Knochenmasse zu verhindern, würde ich unbedingt empfehlen, gleichzeitig, am besten schon im Voraus, Vitamin D3 und K2 einzunehmen. Wer schon eine Infusion gehabt hat, kann natürlich auch anschließend noch Vitamin D3 und K2 einnehmen, weil dadurch die Calciumaufnahme und die Phosphataufnahme verbessert wird. Ansonsten ist es sicher sinnvoll, wie wir im zweiten Video gesehen haben, auf eine pflanzenreiche Vollwertkost zu achten. Damit ist es möglich, genügend Eisen aufzunehmen. Mit diesen drei Videos wisst ihr nun gut Bescheid über das Thema Eisenmangel. Gerade auch zu diesem Thema gibt es unglaublich viele Behauptungen und Meinungen, die schlicht und ergreifend falsch sind. Ich habe versucht, euch die wissenschaftliche Datenlage so gut wie möglich darzulegen, damit ihr jetzt wirklich Bescheid wisst, denn Wissen ist Macht. Teilt dieses Wissen mit Freundinnen und Freunden und bis zum nächsten Mal.